Herzlich willkommen zum 18. Live gezockt zu Super Mario Maker 2. Mein Name ist Dennis Mepiel und heute spielen wir wieder das tolle Super Mario Maker 2, beziehungsweise schickt mir eure Welten oder Level im Twitch-Stream oder halt in Discord, wo auch immer. Ich werde sehen. Ich habe gesehen, es gibt einen neuen Ninji-Speedrun. Und diesen Ninji-Speedrun, den will ich doch jetzt mal spielen. Ich habe bis jetzt nur bei einem Speedrun mitgemacht. Das war bei einem allerersten. Danach habe ich das ein bisschen so aus den Augen verloren. Und jetzt dachte ich mir so, hey, komm, jetzt können wir doch noch mal hier ein, können wir einfach noch mal spielen, ne? Erreiche, ohne getroffen zu werden. Okay, das war schon falsch, weil ich hätte das Ding mitnehmen müssen. Das passiert eben. Ah, okay, ich verstehe schon. Okay. Aha. Ups. Okay, schon nicht erreicht. Das heißt, ich müsste gleich Neustart machen. Oh je. Wohin wird das heute führen? Ich glaube, locker in die Frustration. Okay, und wann verschwindet das nochmal genau? Okay, da ist ein Schlüssel, den muss ich holen. Ah, okay. Wow, es spielt, glaube ich, sogar eher mit den neuen Items, ne, die es jetzt auch gibt in diesem Spiel. Und mir fehlen dazu noch ein paar. Wartet mal. So. Mal gucken, wohin uns das hier alles führt. Ein Leben. Wow. Aha. Was kann ich damit machen? Achso, die denken, ich wäre ein Goomba und deswegen lassen die mich in Ruhe. Das ist natürlich ein sehr nettes Gameplay-Element. So, das war die dritte Münze. Ah, guck mal. Hä, ich habe die doch erst eingesammelt da, oder? Bin ich blöd? Hä? Habe ich die vorher nicht erwischt? Das war auch falsch, oder? Ah, guck mal. Nein, daneben. Oh, jetzt wird es langsam knapp. Jetzt. So. Wir haben den Schlüssel. Wurde ich jetzt ernsthaft getroffen? Nee, oder? So. Und jetzt? Und jetzt? Ah, das war schon. Das war aber nicht gut. Also für einen Speedrun war das echt schlecht. So. Twitch-Stream hat sogar schon jemand seine Baumeister-ID geschickt. Da gucke ich doch gerne nachher rein. Ich überlege gerade noch mal, ob ich jetzt nicht noch mal diesen Speedrun hier ausprobieren soll. So. Wow, ich war richtig schlecht. Okay. Das geht viel besser. Viel, viel besser. Boah, das verwirrt mich aber. Ach so, da gibt's ja das Ding. Ich habe das jetzt unter dem Gewusel jetzt nicht gesehen. Nochmal. Achso, na gut. Dafür hole ich mir jetzt das hier. Dann gehe ich hier runter. Das Leben brauche ich nicht. Jetzt hole ich mir den Goomba hier. Ich tue so, als wäre ich ein Goomba. So, jetzt muss ich nur noch links zu der Rakete hingehen. Hm. Ah, ich habe auch ein bisschen was falsch gemacht, oder? Ah, geht auch so. Machen wir das gleich. Und jetzt schnell nach rechts. So, das war ein bisschen schneller jetzt. Bestimmt gibt es ja wieder so eine richtig tolle Reihenfolge, die man befolgen muss. Um dann
schnellste Zeit quasi zu haben. Gucken wir mal. Welcher Platz? Geht besser, ne? Ey, aber krass, oder? Ich meine, unter 30 Sekunden ist übel. Ah, na gut. Nehmen wir das jetzt erstmal in Kauf. Aber wenigstens ohne den besten 100.000. So, jetzt habe ich hier eine ID geschickt bekommen von dem Twitch-User Nickel2, sage ich jetzt mal. Da gehe ich jetzt doch gerne mal rein und guck mal rein. Denn er hat anscheinend mehrere Werke. Okay, warte mal. So, gucken wir mal. Er hat eine kleine, knackige Welt. Das sieht man sich auch schon, ne? Weißt du, dass ich hier spielen drücke? Ja, oder? Ja, schön. Also. Jetzt bin ich mal gespannt. Wenn es knackig werden soll, dann mal gucken, ob ich das überhaupt durchgespielt kriege heute. Werden wir sehen. Boah. Das Gefühl, wenn man denkt, da kommt jetzt ein Katzen-Item raus, aber da kommt eins. Oh Gott. Oh Gott, ist das blöd von mir. Ich muss mich erst wieder ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Ich finde es jedes Mal schwierig, sich an Super Mario 3D World zu gewöhnen. Ja Gott, okay, das war ja gar nichts jetzt, oder? Ja doch. Ah. Gucken wir mal. Na, das würde ich ja nicht. Gehen wir mal da rein. Okay. Sollte ein Hinweis sein. Ein Hinweis, ein Hinweis. Ich sehe auch gerade, es gibt ja oben Münzen, die man sammeln kann, ne? Hoppala, wollte ich gar nicht. Alle Geheimnisse aufdecken, alles klar. Muss ich mal gucken. Ah, guck mal. Bestimmt eine von mehreren. Okay, ja. Okay. Na, das haben wir geschafft. Boah. Nochmal. Sehr schön. Wenn man alle Münzen hat, deckt man das größte Geheimnis auf. Oh, jetzt mal kurz hier. Ich glaube jetzt nicht, dass ich hier alle Münzen finden werde. Jetzt sehen wir mal gucken. Oh. So, jetzt aber. Hier wäre es gewesen, ne? Mir fehlen aber einige. Ich glaube, die sind auch komplett woanders. Ja, tut mir leid, dass ich nicht alle deine Münzen gefunden habe, aber ich hätte es gerne mal interessiert, was das sich dahinter verbirgt hätte. Aber ist es halt so. Machen wir mal weiter.
Holen wir erstmal den. Gehen wir erstmal dahin. Gott. Ach, war schon nix. Das war wohl nix. So. Fireworks and Pro Trio Encounter. Okay, besiege alle Hammerbrüder, insgesamt 3 Stück. Okay. Dann. Wow. 1. Na gut. Oh nee, oder? So. Guck mal, was hier gibt. Ah, guck mal. Was gibt's hier oben? Nichts. Okay. Boah. War doch ein nettes, kurzes Speziallevel. Warum eigentlich Super Mario 3D World? Gibt's auch andere Level in dieser Welt als Stil oder nur Super Mario 3D World? Jetzt bin ich mal gespannt aufs nächste Level. Gehen wir erstmal hier hin nochmal. Oh, das wieder. Oh. Nicht schlecht. So. Okay, es soll anscheinend nur 3D World Level geben. Alles klar. Ich finde die Atmosphäre am nettesten. Okay. Ich bin persönlich halt nicht so der Fan von so mal 3D World. Liegt aber halt auch ein bisschen am Spiel an sich selber. Mal als 2D Engine oder so ist es halt echt cool. Mal was anderes als New Super Mario Bros. U, ne? Aber da hätte ich mir schon gewünscht, dass Nintendo vielleicht kommt's noch, wer weiß, vielleicht andere Themen noch gibt, ne? Andere Stile. Ah, guck mal. Das ist eine Münze, die sollten wir vielleicht uns noch holen, ne? Oh, verdammt. Ja gut, wir gehen jetzt mal kurz hin und holen die noch. Denn ich probiere jetzt mal alle Münzen zu finden. Ich denke mal, hier wird's gar nichts mehr geben. Oh, crap. Okay. Okay. Dann gehe ich erstmal hier runter. Ich wollte zocken. Aber reicht auch so aus. Nee, da unten gibt's nichts. Okay. Na, ah, guck mal. Ja, das war mir schon irgendwie klar, dass hier. Okay. Okay. Glück gehabt. Okay, was endet das jetzt hier? Ach, die Farben. Come on. So geht's. Ja gut, ich wollte eigentlich abschießen, dachte, vielleicht könntest du mit dem Ding treffen. zumeist so, aber ich muss noch vorsichtig hier sein.
okay. Okay, okay, okay. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Mhm. Alles klar. Aha. Haben wir die zweite gefunden? Toll. Jetzt habe ich anscheinend doch was vergessen hier. Hä? Jetzt habe ich das irgendwo bestimmt verrafft. Toll. Das ist blöd. Wahrscheinlich war sie immer am Anfang. Ganz am Anfang. Hm. Na, ich wollte drüber, aber ging nicht. Aber drüben wäre auch nichts mehr gewesen. Am Anfang des Level. Okay. Ärgerlich. Ärgerlich. Aber ich bin bis jetzt an den Level doch ganz nett, muss ich sagen. So. Na komm, wir gehen direkt zum Schloss. Wenigstens ist man nicht gezwungen, die zu finden. Muss man sagen. Goodie. Okay. Ups. Schade. Nochmal. Natürlich kann man es auch so machen, ne? Oh. Sieg! Okay. Jetzt komm, hä? Oh Gott, was mache ich? Was habe ich gedrückt? Was habe ich gedrückt? Was habe ich gedrückt? Was habe ich gedrückt? Ah, ich krieg diese Steuerung einfach nie rein. Das ist unglaublich, wie dumm ich mich dabei anstelle. Da habe ich gerade beim Reden nicht zugehört. Okay, Konzentration, Dennis, Konzentration. Zack. Oh, was mache ich denn schon wieder? Na, ja, so natürlich. Okay. Wow. Okay. Ich warte nur kurz. Ey, ich habe mal alle deine Münzen gefunden. Oha. Was mache ich? Was mache ich? Was mache ich?
Puh. Schade. Again, okay. Oh nee, oder? Ah gut, es gibt nochmal neue. Oh, crap. Wahahaha. So. Dann haben wir wohl diese Welt abgeschlossen. Dann danke ich dir fürs Einsenden. Wenn ihr habt ja am Anfang die ID gesehen, könnt ihr ja ebenfalls nachspielen, wenn ihr wollt. Genau. Ihr seht ja nochmal irgendwo seine ID. Seht ihr jetzt da gar nicht. Ich habe es am Anfang angegeben. Ihr seht es auf jeden Fall. So. Ihr könnt gerne noch mehr Welten, Level, was auch immer einsenden. Ansonsten würde ich mal sagen, wollen wir mal kurz nachgucken. Wir gucken uns ansonsten was anderes hier an. Oh, der liebe Kevin hatte mal eine Welt auch mal eingeschickt. Der ist aus unserem Team. Da hat er mal so eine kleine Testwelt mal gemacht. Ich will mal wissen, ob er vielleicht das verändert hat. Vielleicht hat er es sogar gelöscht. Nee, hat er nicht. Einfach mal so als Test. Gucken wir uns mal einfach mal an. Super Given World. Gucken wir mal. Ach, hier sind wir mal in 3D World. Nix. Können wir direkt wieder runter. Yay. Okay. Checkpoint. Autsch. Ja. Man sieht ja unten nichts durch die Schrift, ey. Oh, war das gemein jetzt. Oh. Ah, komm, ich bin auf den Kopf gelandet. Fast. Überspringen wir das mal ganz kurz. Aber auch mehr Glück als Verstand gerade. Ja, komm. Das war noch so ein richtig schönes, einfaches Erst-Level. Miau. Und ich bin trotzdem ein paar Mal gestorben. Sogar mit einer Art Zwischenboss hier. Klassisch. Hm.
Ach. Schon wieder Super Mario 3D World. Leute, ich habe bis jetzt nur Super Mario 3D World gespielt. So, ich versuche mal ein bisschen zu rushen, um mal eine Top-Zeit mal hinzukriegen. Ah, okay. Das war schon nix, ne? Ah, schade. Jetzt bin ich mal gespannt, wie da die Top-Zeit war. Wow. 22 Sekunden. Das ist krass. Na gut, muss halt auswendig lernen, ne? Was war eigentlich diese Symbole hier zu bedeuten? Wie viele Leute da schon bereits gestorben sind? Ich kann mich immer noch aufklären. Bin jetzt nicht so in diesem Spiel mehr so drin, muss ich zugeben, ne? Bin ziemlich draußen mittlerweile. Oh. Okay. Super. Oh. Okay, ich hätte vielleicht ein bisschen geduldiger sein müssen jetzt hier. Ich muss bestimmt hier ein paar Sachen mitnehmen. So, gehen wir da rein. Den kann man aber nicht mitnehmen. Wir können aber das mitnehmen. Na komm halt her. So. Dann machen wir das da hin. Noch einmal. Jetzt. Wow. Oh shit. Ja, dann komm doch her. So, oh, sogar Checkpoint hier. Eigentlich ist es egal. Na? Ah, okay. Mal so, wartet mal. Eigentlich ist ja blöd, ich kann ja auch das obere Monster nehmen, aber jetzt hat es mir schön kompliziert gemacht eigentlich. Komm. Put. Zack. Oder oh, Schnelligkeit gefragt hier. Sehr schön. Bloß da rein. Gott. Wow. Oh Gott, ich stehe da. What? Okay, nochmal. Ey, es gibt's nicht. Ich versag hier noch an so einem simplen Ding eigentlich. Ah.
Toll, ich hätte eigentlich drin bleiben müssen, oder? Aber ist egal, ich war schon. Ich natürlich sollte vom Auto abspringen. So war das eigentlich gedacht. Das sind die Symbole, wo und wie viele Leute ihre Speicherstände innerhalb der Welt haben. Ah, okay. Ja, krass. Das sind ja extrem viele, ne? Oh, ich will kein Geisterlevel. Will ich nicht. Nein. Gucken wir mal. Okay. Boah, aber das ist knapp. Ah, okay. Scrolling Level. Sowas mag ich dann wiederum eher. Das hat mich für den falschen Weg entschieden. Und mir hat 10 Münzen gegeben. Oder so, ne? Ist da noch was? Okay. Are you kidding me? Okay. So, bewältigt. Das vorletzte Level. Nice. Sehr schön. Okay, oh. Das Schnellere ist aber wieder nur überall Super Mario 3D World Level, ne? Also, wir haben heute nur Super Mario 3D World gespielt. Das hatten wir bis jetzt auch noch nie. So. Na gut. Ja, ich will hier weg. Boah. Okay, oh, ich muss die nehmen. Nein! Naja, zu spät. Schade. Wollte also nicht so sein. So. Oh, guck mal, jetzt wird da lang und. Ups. Ah.
Great. Geschafft. Das ging aber ziemlich schnell, muss ich sagen. Nee, war aber echt sehr schöne Level gewesen von unserem lieben Gibbon. Sehr schön. So, ich würde sagen, war es dann auch für heute wieder. Ihr könnt gerne immer wieder in unserem... Das Level habe ich schon mal gespielt. Wann habe ich bitte schon dieses Level mal gespielt? Muss aber lange her sein. Na gut. Wirklich sehr schön. Mir würde mal wünschen, ihr könnt in unserem Discord, in unserem Forum uns... ihr könnt fast überall bei dem Endtower-Netzwerken eure Level, eure Welten, eure IDs etc. posten. Tut das. Ich werde das sehen und werde das gerne mal wieder in einem weiteren Streamer spielen. Das macht mir immer sehr viel Spaß, eure Level zu spielen. Und genau, mir macht das immer Bock und kann man gerne mal wieder machen. So, das war's wieder von meiner Seite. Ich bin Dennis, danke fürs Zuschauen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bye-bye.